Okay, weiter geht's. Das ist alles hier so ein alter, freigelegter Palast. Das ist wahrscheinlich seit Jahren zugeschüttet gewesen. Dreh dich doch um. Yes! Aua! Scheiße, ich bin paralysiert. Ohohoho. Pass auf, wenn du ihn nimmst jetzt, Bro. Öffnen. Ich möchte am liebsten das Haiverseuchte Wasser schmeißen. Und das ist kein Scherz, das sind wirklich Haie und Affen. Sie ertrinken bitterlich und kommt noch der Hai und macht sich die Reste. Ich glaube, da oben war nur Wasser, aber... War da unten nicht irgendwas? Nee, glaube ich nicht. Ich bin mir sicher, ich guck mal nach. Los, geht auch. Okay, das geht scheinbar nicht. Dann gehen wir einfach weiter. Okay, es hat nicht geklappt. Scheiße. Scheiße, 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 ist ein Hai. Scheiße, komm schon. Schwimmen. Oh, ist das gruselig. Dann verzieh dich, Hai. Vorsichtig zurück. Und drüber. Ach, hier war der Weg, genau. Was führt uns nur zum Wasser? Haben wir nicht genug Wasser? Doch, haben wir. Oder ist da noch? Nee, da ist nichts, da ist nur das Wasser. Wand da links, kann wahrscheinlich wegsprengen. Ah, bessere Idee. Schnell, schnell! Yes! Das meine ich, die Trümmer können die noch trotzdem noch erwischen, auch wenn die sich verstecken. Ah, die Maus ist scheinbar wesentlich stärker als die Luger. Ah, verflucht. Oh, jeez. Ich gehe, dass da noch einer ist. Jetzt können wir wieder Medikit benutzen. Zack. Und direkt mal was mitnehmen. Nur nicht mich selbst in die Luft sprengen. Und den Zünder. Sehr gut. Oh Mann, ist da wieder arschscharf. Die ist voll.
Allein diese Größenverhältnisse, ne? Okay, dann springen wir es doch mal in die Luft. Das ist immer wieder schön befreiend, wenn man einen Part geschafft hat. Wenn man immer weiß, jetzt wird gespeichert. Bingo! Bingo! Zack. Na, willst du dich mit deinem Messer stechen? Mal nachgucken, wer den Soundtrack gemacht hat, weil es ist wirklich so. Ich weiß, dass John Williams bestimmt nicht war. Ich bin mir sehr sicher. Okay, dann kommt ein bisschen näher rein, dann kann ich euch ein bisschen treffen. Komisch, erwisch die gar nicht. Dann machen wir es halt ein bisschen raubeiniger. Weitergehen, schöpfen auch ein bisschen Wasser von diesem Boden hier ab. Yes. Und weiter geht's. Ich liebe so Spiele, wo man immer das Gefühl hat, ständig voranzukommen. Nur sobald wir eine Sache erledigt haben, geht es halt zur nächsten und weiter. Genau, hier weiß ich noch, hier war noch was. Ah, ich glaube nur Wasser. Ja, meine Flasche ist schon voll. Okay, wieder zurück. Nein! 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 Fuck! Nein! So ein leichter Fehltritt! Scheiße! Oh, alles nochmal! Leck mich doch! Okay, den Part können wir bis dahin rausschneiden. Ich bin ein reicher Mann. Das mache ich jetzt einfach im Schnelldurchlauf. Kann ich das hier überleben? Ach, Jesus! Ich habe mich den ganzen Weg hierhin zurückgekämpft. Also, weiter geht's. Oh Mann, ey.
kann man mal sehen, nur so ein kleiner Fehltritt und schon landen wir auf dem Friedhof. Ich muss weiter hinunter. Dieser Kopf könnte meine Fahrkarte nach draußen sein. Okay. Kranfahrer Jim. Ich brauche zwei Kameraperspektiven, was ganz cool ist. Langsam über das Loch bringen. Oh, schieß. Erstmal alle Waffen wegnehmen. Meinen Hut verloren. Weiter geht's. Oh Mann, das ist nicht mein Abenteuer. Puh. Ah, wobei mir fällt gerade ein, ist auch noch gar nichts. Das müssen wir noch auf den Kopf und dann in das Loch. Oh, du Penner! Puh, wenigstens wir im nächsten Kapitel. Und wenigstens landen wir im Wasser. Ich meine, ich finde es gruselig und hasse das Wasser, aber wenigstens leben wir noch. Puh. Das sehe ich mal. Jetzt passt der Satz. Das ist nicht mein Abenteuer. Okay, das da oben kann man schon mit Luft sprengen. Ich glaube nicht, dass... Ja doch, also... Da lang muss ich auf jeden Fall weiter, das weiß ich noch. Jetzt haben wir eine Sauerstoffflasche, damit wir noch länger schwimmen können. Was für mich schon mal ein schlechtes Zeichen ist. So. Okay, weiter geht's. Können wir nicht länger tauchen. Jetzt kommen nicht mehr so Unterwasserlevel und die hasse ich. Schwimmen! Nicht stehen bleiben. Stehen bleiben unter Wasser. Komm, schwimm, schneller. Schwimm, schneller. Seine Hand zeigt scheinbar noch so ein bisschen nach oben. Ja, komm. Erst im letzten Moment auftauchen. Komm, komm. Oh. Sind wir nicht in diesen freigegrabenen Unterwasserhöhlen. Mal sehen, ob ich das hinbekomme mit dem Headshot von weitem. Ah, leider nicht. Weil noch zu weit weg. Eine Flasche, Muni, eine Karte. Okay, mal schauen. Oh, es ist schwierig zu wissen. Okay, da unten rechts ist da, wo Obelisk steht. Da waren wir vorhin. Ach egal, diese Karten bringen leider gar nichts. Harpune! Yes! Und Harpunenmunition, sehr gut. Flasche nehme ich trotzdem mit. Ah. Der guckt ja schon ganz genervt. Ist doch schon voll. Weil Wasserquellen hier so unglaublich wichtig sind, sind das so schöne Geheimnisse, die man finden kann. Okay.
Auf der Karte waren irgendwelche Münzen eingezeichnet, also gehe ich mal davon aus, dass wir Münzen finden müssen. Ah, sehr gut. Und da sind diese Harpuniere, das heißt, wir müssen aufpassen. Diese Unterwasser-Nazis quasi. Unter Wasser kämpfen. Zack. Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Ach ey, Schwimmsteuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich wollte eigentlich noch die Muni von dem aufsammeln, aber so scheinbar habe ich die schon. Ah, da ist noch was. Yes. Ich meine, hier unten findet man aber auch noch was anderes. Und da! Machete. Das ist nämlich die einzige Nahkampfwaffe, die man unter Wasser benutzen kann. Puh. Die haben auch an so viele schöne Details gedacht, wenn ich zum Beispiel jetzt noch länger unter Wasser bleibe, bis dann steckt die Machete mal weg. Will er nicht. So. Wenn man zu lange unter Wasser ist und dann nach oben kommt, gerade noch so, dann schnappt er richtig Luft so. Okay, jetzt können wir nämlich auch die scheiß Haie bekämpfen, wenn wir wollen. Ist aber trotzdem sehr gefährlich, also versuche ich das zu vermeiden. Komm schon. Ah. Yes. Da an die Ecke. Uah. Yes. Die Rauch- und Feuereffekte sind auch ziemlich gut. Deswegen sind die Explosionen immer so geil. Und auch der ganze Schotter, der rumfliegt und sowas. Herrlich. Jetzt muss ich wieder vorsichtig sein. So. Zum Glück ist Wasser unter uns. Uah. Das sind scheinbar so alte griechische Ruinen. Ruhm und Reichtum. Ich komme. Okay, das ist nicht so schlimm, ich schwimme jetzt einfach wieder zurück. So, jetzt aber, hepp. Yes. Ich sag ja Indie im Vergleich zum Prinzen von Persien, wenn ich jetzt andere Action-Adventure zu als Beispiel nehmen kann, ist, steuert sich sehr viel direkter. Und dadurch macht man halt öfter so Fehler. So. Und das ist ein Schädel. Der zum Glück mit uns runtergefallen ist. Und jetzt rammen wir den Schädel in die Mauer da. Loslassen. Sehr gut.